Kaliningrad bereitet sich auf die Blockade durch NATO-Staaten vor. Hallo und privet aus Kaliningrad. Nach der Freischaltung meiner gestrigen Meldung über das Eintreffen des Gastankers Marschall Wassiljewski erfolgte in der Nacht zum Donnerstag eine weitere Meldung, die darauf hindeutet, dass sich Russland auf die Blockade des Kaliningrader Gebietes durch die NATO vorbereitet. Vorerst spricht man nur von der Blockade der Gasversorgung für das Kaliningrader Gebiet, die bisher über eine Transitleitung durch Litauen erfolgte. Täglich laufen über die litauische Transitleitung 9 Millionen Kubikmeter Gas nach Kaliningrad. Somit hat Gazprom einen weiteren Großtanker mit 168 Millionen Kubikmeter gebunkerten Gases nach Kaliningrad entsandt. Das Eintreffen des Tankers wird bis zum 9. Februar erwartet. Während in der ersten Meldung davon gesprochen wurde, dass Gazprom mit der Entsendung des ersten Tankers nur die Leistungsfähigkeit des Energiesystems im Kaliningrader Gebiet testen will, was allerdings auch schon angezweifelt wurde, so deutet die Entsendung des zweiten Tankers schon eindeutig auf Befürchtungen, dass Kaliningrad durch die NATO-Anliegerstaaten blockiert werden soll. Spezialisten haben Berechnungen angestellt, dass Gazprom mit der Verlegung der beiden Tanker kommerziell zwischen 90 bis 100 Millionen Dollar verlieren wird. Beide Schiffe waren international unterwegs, um internationale Kunden mit Gas zu beliefern. Diese Aufgabe kann gegenwärtig nicht mehr erfüllt werden und somit verliert Gazprom Umsätze bis zu 100 Millionen Dollar pro Schiff. Gegenwärtig verfügt Kaliningrad in seinem komplett neu gebauten Energielogistiksystem über 174 Millionen Kubikmeter Gas in 4 unterirdischen Lagerstätten. Die Lagerstätten sind vollständig aufgefüllt. Der Tanker Marschall Wassiljewski transportiert weitere 135 Millionen Kubikmeter und der zweite Tanker 168 Millionen Kubikmeter. Kaliningrad verfügt somit über keinerlei freie Lagerkapazitäten, um Tanklast der beiden Schiffe zu übernehmen. Diese werden also auf Rede liegen und verursachen damit Kosten. Die Gasvorräte in Kaliningrad reichen für 18 Tage. Jedes Schiff verlängert die Bevorratung um weitere 11 Tage, sodass Kaliningrad sich 40 Tage autonom mit Gas versorgen kann. Gazprom hat eine Stellungnahme zur Verlegung der beiden Tanker nach Kaliningrad abgelehnt. Spezialisten westlicher Agenturen kommentieren, dass Russland gegenwärtig keine Gefahr sehe, dass Litauen eine Blockade Kaliningrads vornimmt. Vollständig ausschließen kann man diese Gefahr jedoch nicht. Sollte Litauen die Lieferung von russischem Gas nach dem russischen Kaliningrad blockieren und damit eine Krisensituation für das Kaliningrader Gebiet auslösen, so taucht logischerweise die Überlegung auf, warum nicht auch Russland seine Lieferungen nach Europa einstellen sollte. An einer derartigen Problemlösung, die nur Probleme für alle schafft, ist niemand interessiert, glauben westliche Analytiker. In einer Reihe von Kommentaren, die meine Informationsagentur erreicht, wird immer wieder die Frage gestellt, warum Russland keinen Abzweig von Nord Stream 1 oder auch Nord Stream 2 baut, um damit Kaliningrad zu versorgen. Bei den genannten Verlusten, die Gazprom gegenwärtig durch die auf Rede vor Kaliningrad liegenden Tankschiffe erleidet, ist die Frage wohl mehr als berechtigt. Ich erinnere mich an derartige Erwägungen vor vielen Jahren, die aber anscheinend nicht zu Ende geführt worden sind. Die Gefahr einer Blockade Kaliningrads schien damals wohl nicht real. Über Nacht hat sich diese Situation nun geändert. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Tschüss und Baka aus Kaliningrad.